Ich glaube, dass an die andere Abbiegung führt mich eher in ein geheimes Gebiet. Mal sehen. Obwohl, gehen wir mal kurz die Wendeltreppe nach oben, um zu gucken, was für ein Gebiet da oben ist. Auf jeden Fall haben sie die ganzen Zwergengesichter hier schon mal verunstaltet und zu Golemgesichtern umgeändert. So, sicherheitshalber nochmal speichern, dass ich das Rätsel nicht nochmal machen muss. Okay, warum habe ich das Gefühl, dass wenn ich diese Truhe öffne, was Böses passiert? Erstmal, wo bin ich? In Grolmenhöhle Teil 3 bin ich jetzt. Falle ist entschärft. Was passiert, wenn ich sie öffne? Ja, dann tauchen Gräume auf. Ach, nur Geister. So, und die letzten noch. Was? Keine Munition? Simultan? Okay. Sprich, Freund. Oh, aber du bist eh gerade genommen. So. Kriegsbolzen. Okay, wir wissen schon mal, die Wendeltreppe führt uns hier hoch in die Gräumenhöhlen, in die dritte Ebene. Das heißt, wir gucken jetzt mal die andere Richtung. Was da noch so auf uns lauert. Und ja, man merkt, die Gräumenhöhlen sind echt ein riesiges Labyrinth. Beziehungsweise die Tiefen von Kuldur. Welche Taste? Kuldur, ja. Die tiefen Höhlen von Morolosh, die tiefen Höhlen von Kuldur. Nee, halt, von hier kommen wir. Wir müssen hier lang. Ja, gut, Grolme. Meint ihr?
Alles klar. So ist es besser. Vorrat. So. Ja. Yandra Aikara. Lass das mal vorgehen. Das bin ich. Candidus. Mein Atem geht ruhig. Gut, hier ist nur, doch nur ein abgetrennter Raum, so wie es aussieht. Aber wenigstens auch kein schwieriger Raum. Okay, noch ein Schmiedehammer. Hier sind... Das bin ich. Tun? Ja. Ein Ausdauertrank für Vorgrim und ein Amulett der Konstitution. Charisma. Du hast auch Charisma plus 2. Ja, aber das ist elfisch. Gut, plus 1 und Konstitution. Also auch wieder eher was für die Kammer. Feldspalte ist eine Zweihandwaffe, leider, ja. Also ja, nichts hier oben. Den Diamantstopp ruhig zu Vorgrim. Auch wenn Vorgrim auch langsam voll ist. Oh, wir sind wieder hier unten. Also doch noch so eine Art Übergang. Aber hier ist nichts. Also ich sehe keine Nischen, ich sehe keine Treppen weiter. Hier ist zwar auch nicht wirklich was. Zwergnase ist auf Maximum. Gassenwissen wird nicht viel bringen. Ich kann aber die beiden weiter steigern und den Barum und Balsam. Mein Atem geht ruhig. Bei ihr vielleicht die hilfreiche Tatze mal höher machen? 19 ist das Maximum, okay. Aber was ist sie jetzt gerade auf 12? Mach sie mal auf 15, so wie es Balsam. Das Balsam noch 2 hoch. Das Klaroburum hoch. Dein Armatrutz 2 hoch. Ein Punkt in Speere. So. Okay. Bei euch Körperkraft 1 hoch. Vorgrim Körperkraft 2 hoch. Okay, das heißt, hier ist nichts mehr. Also es war ein Übergang, aber nur nach unten in eine kleine Kammer, wo nichts ist. Also, nee. Hierhin. Von hier aus sieht man auch nirgendwo, dass es weitergehen könnte. Das heißt, wir gehen jetzt zurück zur Wendeltreppe und nach oben.
Bin mal gespannt, wie viele Abschnitte Guldur noch hat. Und ob wir irgendwann wieder auf nervige Feuerelementare treffen werden. Ich könnte mir ja voll vorstellen, dass der Helm noch vom Feuerelementar bewacht wird. Nein, Steingolems. Okay. Zwei Steingolems. Ein Zwerg, ein Wort. Ja. Alles klar. Phorax. Brennen kann er schon mal. Ich versuche mein Bestes bei Angriff. Schmerzen zufügen können sie aber auch. So, einer ist steht noch. Lass das mal bei Angrosch. Na klar. Erreicht. Bogen können wir aber nicht max. Naja. Ein Schwert, ein Wort. Wie viel wiegt so ein Hammer? Zwei Komma zwei fünf, na, gebe ich mal einen an dich ab. Wobei Vorgrim hat jetzt durch die Körperkraft eine Traglast von 100. Okay. Geister hier. Grolmentor hier drüben. Da liegt denn irgendwo. Da ist sie. Torumbra. Einst goldene Stadt der scheußlichen Grollmorin.